Ist das nicht schön? Clipping heute schon am Donnerstag. Dann lass uns mal direkt starten und in die neue Woche schauen. Tanja will auf Clarissas Erpressung eingehen. Sie will ihrer Erzfeindin ihre Anteile übergeben und im Gegenzug dazu den Beweis für ihre Unschuld erhalten. So der Plan. Clarissa erscheint auch mit den unterschriftsreifen Unterlagen im Gefängnis. Und damit ist sie kurz davor, ihr Lebenswerk zurückzubekommen. Doch dann fährt sie plötzlich eine andere Linie und lässt die schockierte Tanja zurück. Gut, dass Ansgar an die Unschuld seiner Ex glaubt. Er beauftragt seinen besten Anwalt, der eine Planänderung durchsetzt. Doch dann grätscht Sebastian ihm dazwischen. Vivian ist da. Wer ist Vivian? Daniels Tochter. Und aus einem Tagesausflug wird ein etwas längerer Aufenthalt bei Papa Daniel in Düsseldorf. Jessica nimmt das erstmal einfach so hin. Doch als sie dann komplett von der 14-Jährigen ignoriert wird, lassen sich erste Problemchen schon erahnen. Aber dank Nagellack, Lipgloss und schließlich einem Praktikum bei LCL kann sich Jessica bei Vivian doch noch beliebt machen. Bis plötzlich Topmodel Ira Meindl auftaucht und einen Keil zwischen die beiden treibt. Vivian hat genug und zeigt Jessica, was man sonst noch alles mit einem Lipgloss anstellen kann. Das würde ich auch gerne mal wissen. Sage ich es ihm oder sage ich es ihm nicht? Charlie steht vor der Frage, ob sie Ricardo ihre wahren Gefühle gestehen soll. Sie will nicht nur länger die nette Bekannte sein, sondern den Spanier mit Haut und Haaren. Beim Billardspielen gehen die beiden auf Tuchfühlung, doch als Charlie ein Folgetreffen vorschlägt, scheint Ricardo einzuknicken. Will er doch nur eine Affäre mit Charlie? Das und mehr seht ihr nächste Woche bei Verbotene Liebe. Im ersten Programm 17:50 Uhr, wie immer.